Ich finde, dass 9/11 eigentlich am deutlichsten gezeigt hat, dass wir andere Kulturen nicht kennen. Und der Konflikt, der dann entstanden ist im Irak, in Afghanistan und auch andere Kriegsüberlegungen, die es gab, nämlich den Iran anzugreifen, diese Überlegungen sind ausgelöst worden durch 9/11 und sie konnten nur ausgelöst werden, weil die meisten Menschen im Westen keine Ahnung haben von dieser muslimischen Welt. Auch die Amerikaner haben gesagt, du musst diese Terroristen, das sind 1,4 Milliarden Terroristen, die müssen wir jetzt alle platt Aber machen. Hauptsache zu Anfang war ja eigentlich dieser kriminelle Akt erstmal, dieser mörderische Akt von 9/11. Ja, Und dann die natürlich. Reaktion aus Unkenntnis, oder? Es hat nicht mit 9/11 angefangen, sondern die letzten 200 Jahre sind 200 Jahre, in denen, was die meisten hier im Westen vergessen, die Westeuropäer, also nicht einmal die Amerikaner kamen später, die muslimischen Länder brutalst kolonisiert haben und Millionen von Muslimen umgebracht haben. Also wenn man einmal überlegt, wer gewalttätiger ist, der Westen ist, und auch wir Westeuropäer, viel gewalttätiger gewesen als die Kann man das so muslimische Welt. plakativ sagen denn? Der Erste und Zweite Weltkrieg mit 70 Milliarden Toten, wer hat denn das angefangen? Das waren doch nicht die Muslime. Wer hat denn 6 Millionen Juden umgebracht? Das waren nicht Muslime. Das sind so gigantische Zahlen. Der russische Kommunismus hat 30 Millionen umgebracht. Der chinesische wahrscheinlich, Mao Zedong, 40 Millionen. Das ist jetzt nicht der Westen, aber es ist im Grunde genommen der weise Mann. Die Muslime haben in den letzten 200 Jahren der Welt nichts Böses getan. Sie sind kolonisiert worden in den letzten 200 Jahren. Und ich sprach ja vorhin darüber, dass ich in Algerien war. Ich habe erlebt, wie die Franzosen Algerien versucht haben, platt zu machen als die Algerier. Terrorismus entsteht durch Ungerechtigkeit. Und Terrorismus können sie deshalb nur bekämpfen durch Gerechtigkeit. Und sie haben das Gegenteil gemacht. Darauf, dass es fast 3000 Tote im World Trade Center gab. Wir haben Hunderttausende von Irakern tot gebombt, die nichts getan haben. Das ist auch falsch verstanden. Die drei Religionen, Judentum, Christentum und Islam, sind alle drei abrahamitische, monolithische Religionen, monotheistische Religionen. Sie haben alle denselben Vater. Ich habe mir die Mühe gemacht, den Koran, das Alte und das Neue Testament einmal zu lesen. Es sind so unglaubliche Ähnlichkeiten. Die Muslime glauben an Jesus, die Muslime glauben an Maria. Das Hauptproblem heute ist, dass wir Westler glauben, also wir Amerikaner und wir Westeuropäer, wir seien was Besonderes. Und ich sage das jetzt mal ganz krass, dass wir einen latenten Rassismus haben und dass wir denken, die Schwarzen und diese Araber und diese Muslime, das ist doch alles nicht so wie wir. Und wir behandeln sie auch so. Und wir spüren das auch. Und das zusammen mit dieser Kriegspolitik, die, ich wiederhole es noch einmal, nicht zu knapp 3000 Toten wie im World Trade Center, sondern zu Millionen Toten in der muslimischen Welt geführt hat. Wir müssen uns auf eins besinnen, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. Gleichberechtigung aller Menschen und von einer anderen Seite betrachtet Gerechtigkeit. Wir brauchen Gerechtigkeit. Wenn wir Gerechtigkeit in der Welt herstellen, gibt es keinen Terrorismus mehr.